Rennen. Die langen Blätter der Rennen färben sich in der Anwesenheit bestimmter Gifte schwarz, so können sie sicher festgestellt werden. Obwohl diese Pflanze keine Blüte hat, sollte sie süß riechen. Doch für diejenigen, die den Tod kennengelernt haben, riecht sie unangenehm. Das müsste die hier sein. Ja, wo kratzt mir im Hals? Oder auch nicht? Und noch irgendwas, was in die Richtung aussieht? Nee. Aber ich finde es schön, so langsam haben wir hier zumindest ein paar benannt. Und bei der sind wir hundertprozentig sicher, dass es die ist. Rennen? Haben wir noch nicht. Der Saft dieser... Okay, vergoldete Dendra. Der Saft dieser Pflanze darf nicht getrunken werden. Lippen und Wehen verfärben sie schwarz. Okay, das ist zu schwarz. Okay. Also ich habe ein bisschen den Verdacht, dass das Rennen ist. Das heißt, wenn man die hier jetzt zum Beispiel neben eine Giftpflanze stellen würde, die sich dann auch schwarz färbt. Was ja auch irgendwie zu dem irgendwie passt, ne? Die färbt alles schwarz und die verfärbt sich schwarz. Es tut mir leid. Ach, alles gut. Es macht ja nichts. Ja, aber umso öfter muss ich dann halt nachfragen, worauf sich manche Sachen beziehen. Zum Beispiel das Wort Angst, worauf bezog sich das gerade? Von daher alles gut. So, Waldkampf, die Zwiebel dieser Pflanze, die einen kräftigen Geruch verströmt, besitzt einen stark einschläfernden Effekt. Geht die nicht sogar schon? Zwiebel. Kampfrehe bildet eine wunderschöne rundliche Blüten. Ah, das ist die hier. Waldkampfrehe. Man sollte auch noch richtig schreiben. Dann passt das schon. So. Und der Wanderhut. Und viele haben wir noch gar nicht benannt. Ganz schlecht. Er hielt diesen Namen, weil dieser Pilz sich im Dunkeln langsam bewegt. Es ist bekannt, dass er in einer Nacht mehrere Meter zurücklegen kann. Was? Okay. Die Lamellen auf der Unterseite dieses Pilzes bilden wunderschöne fließende Linien. Die sind außerdem ziemlich hart und scharfkantig, was diesem Pilz auch den Namen Fingerbann einbringt. Ah, da weiß ich, welcher das ist. Das müsste der hier sein. Ja, tatsächlich ist die Unterseite sogar ziemlich scharfkantig. Dann ist das hier der Wanderhut. Ich schätze mal, spätestens am nächsten Tag hätten wir das mitbekommen, weil der wahrscheinlich dann weitergewandert wäre. So, und dann haben wir noch den Winterzell. Wegen der kühlen blau-grauen Blüten, auch als blauer Alu oder blauer Winter bekannt. Eine winterharte Pflanze, die oft in einer extrem kalten Umgebung wächst. Die Blätter, die an Gummi erinnern, sind eine effektive Insektenabwehr, wenn sie auf die Haut aufgetragen werden. Lass mich raten. Blaue Blüten, steife Blätter? Ich glaube, das ist die hier. Müsste der sein. Ist blau. Sieht nicht unbedingt nach Aloe aus, aber... Oder bist du das? Blaue Blüten, leichter, luftiger Duft. Hm. Ich glaube, das ist die. Blaue Aloe. Ach, Quatsch. Winterzäh. Meine Güte. Sollte man auch schon richtig benennen. Okay, ich glaube, dann sind wir damit erstmal soweit durch. Dann kann das hier erstmal wieder zurück. Hinweise. Kärtchen. Kärtchen können wir erstmal wieder wegräumen. Und das haben wir erledigt. Briefe. Wen haben wir denn da? Pilze befallen auch Insekten. Oh ja. Guten Morgen. Furchtbares Wetter da draußen heute. Aber mein Gut für die Pflanzen, hm? Ich habe einen Brief für dich. Oh, ein Brief. Einsammeln. Was haben wir denn heute? Gosford ist eine hasserfüllte Stadt. Ich wurde auf den Straßen verprügelt und ausgeraubt und dann ließ man mich dort zum Sterben liegen. Nach einigen Tagen wurde ich von einem freundlichen Fremden gerettet, gerade als ich befürchtete, dass die Boshaftigkeit schon jede Seele an diesem verfluchten Ort befallen hat. Ich begann mich mit einer Gruppe von Reisenden zusammen in den Wäldern südlich der Stadt zu erholen. In der nordöstlichen Ecke des Waldes saß ich und starrte eine farbenfrohe Blume an, während Tränen über mein Gesicht flossen, da mir wieder bewusst wurde, dass es doch Schönheit in der Welt gibt. Ich werde bald nach Andermeer zurückkehren. Beste Grüße, Amos Duncan. Okay. Hält mich für dumm. Okay, alles klar. Hä? Was? Wer hält dich für dumm?
Gosko. Wo haben wir das denn? Kendall? Ah. Oxhead? Klingt ja auch cool. Ophel. Egremont Castle. Calder Abbey. Gosford. So, Gosford haben wir. Moment. Wo meintet ihr? Was ist diese Blume? In der nordöstlichen Ecke des Waldes saß ich. Okay. Nordöstliche Gosford. Nordöstliche Ecke des Waldes. Hier ist nichts. Oh, schade. Na gut. Dann nicht. Entschuldige, Mietz. Erschreckt die immer. Irgendwas hat die Hexen im Wald in Aufruhr versetzt. Sie lassen niemanden durch. Ich muss einen großen Umweg gehen und dann unten durch Back Barrow. Ich habe dieser Schwesternschaft doch nie über den Weg getraut. Naja, jetzt bin ich ja hier und habe Hartwurzelkraut aus dem Süden mitgebracht, um es gegen Limonendandy zu tauschen. Ich weiß noch nicht, ob wir den haben. Es ist kaum die Mühe wert, wenn man die zusätzlichen Meilen mit einrechnet, die ich laufen musste, um hier anzukommen. Limonendandy, oh verdammt. Limonendandy. Ach du Kacke. Irgendwas Puscheliges. Gedrehte Blätter. Riecht nach nichts, okay. Dies ist wahrscheinlich nicht. Gedrehte Blätter. Gedrehte Blätter. Das ist der Limonendandy. Tada! Neue Pflanze erhalten. Pretty. So, die müssen wir jetzt aber noch mal benennen. Der Limonendandy. Wir haben ihn. Benannt. Sehr schön. Und die hat blassgelbe Blüten. Die Blätter sind recht weich. Kann alles sein. Okay. Schließen wir das Buch erstmal, noch die Karte. Gott, Gott. Gehen wir doch erstmal nach Back Barrow. Beziehungsweise in die Berge nordöstlich von Back Barrow. Ihr wisst schon. Back Barrow. Back Barrow. Back Barrow. Back Barrow. Wo haben wir dich denn? Ah, hier. Nordöstlich. In diesen Bergen. Da soll wohl was sein. In den Bergen schlägt das Wetter schnell um. Was als grauer Morgen begonnen hat, ist nun zu freundlichem Sonnenschein geworden. Das ist eine gute Sache, denn es kostet mich einige Stunden zu finden, weshalb ich hergekommen bin. Als ich fertig bin, hat sich bereits wieder eine Wolke vor die Sonne geschoben. Ein Mantel aus Schatten legt sich über das Land. Einsammeln. Was haben wir denn Schönes? Die sieht ja schnieke aus. Hi. Na, Hallöchen, du Hübsche. Man könnte sie ja später auch nach Farben sortieren oder so. Sowieso dann immer so die Frage, ne? Okay. Das haben wir. Ist erledigt. Das hier ist halt auch keine Ahnung. Irgendwas Glockenartiges. Gehörst du hierzu? Hm? Oh. Au. Oh. Ich glaube, weil das ist hier tatsächlich die erste gewesen von denen, die wir davon gesehen haben. So, gucken wir doch mal. Wer ist der nächste Kunde? Tralalala. Entschuldige mich. Meine Träume werden lebendiger. Ich habe eine Frau gesehen. Ihr Gesicht war hinter einer Maske verborgen. Neben ihr stand eine furchteinflößende schwarze Kreatur, wie ein Skelett. Es stand aufrecht da. Sein Kopf bewegte sich und analysierte die Landschaft. Obwohl es kein erkennbares Gesicht hatte, konnte ich doch einige seiner Gesichtsmerkmale erahnen. Es schien zu lachen.
Doch nicht das freudige Lachen eines Kindes. Es war ein krankes, verstörendes Lachen, das es mir kalt den Rücken herunterlaufen ließ. Wie der erste frostige Windzug des Winters. In der letzten Woche ist es schlimmer geworden. Ich brauche Schlaf. Waldkampfrehe. Waldkampfrehe? Die hatten wir schon mal. Wo ist sie denn? Nur du nicht. Waldkampfrehe. Die war sehr, sehr eindeutig. Hallo, Amaterasu! Zauberst du nun Pflanzen? Nee, wir sammeln sie und benutzen die als Heilmittel. So, wir haben die Waldkampfrehe jetzt eindeutig. Nee? So, Butterknopf. Wird oft in Gruppen wachsend an den Rändern von Tälern gefunden. Der Butterknopf wird seit Jahrhunderten als Heilmittel gegen alle möglichen Arten von Hautausschlägen eingesetzt. Heute sind wir einfach mal Kräuterhexe. Die dunkelgrünen Blätter können eingekocht und dann als Wickel angewandt werden. Die Blüten riechen für einige Menschen butterig. Buttergeruch? Hatten wir doch schon mal, ne? Irgendwas hat nach Butter gerochen. Auch süßlich? Nach Waldbrand? Luftiger Duft. Wir riechen angenehm. Irgendwas hat nach Butter gerochen. Was war denn das? Warst du das? Haben süßlichen Geruch. Die rauchen nach nix. Rote Beeren. Die riechen wunderbar. Da haben wir sie. Das ist sie. So, nee, halt. Wo ist die neue? Welche haben wir gerade dazu bekommen? Harlekinblau war es nicht. Butterknopf. Halt. Moment, wir brauchen unsere. Halt. Butterknopf. So. Das Schöne an dem Spiel ist ja, man kann ja wirklich in einem eigenen Tempo einfach mal erstmal machen. Und erkunden, erforschen. Man hat keinen Zeitdruck. Das ist sehr angenehm. Wohin gehen wir denn als nächstes? Warte mal. In Gosforth. Irgendwo war da. Irgendwas muss doch hier. Hier ist nichts. Okay. Weil laut dem Brief, den wir hier noch haben, haben wir auf jeden Fall einen Hinweis. Na gut, gucken wir mal. Wer ist als nächstes dran? Hast du Wanderhut da? Das hat mich immer an... Oh, wie war noch sein Name? Dieser alte Erfinder, Einsiedler, der Wanderer. Naja, Wanderhut bitte, falls du welchen hast. Wanderhut müssten wir haben. Das müsste halt der hier sein. Bäm! Auch richtig geraten da bei dem Ding. Sommerliche Dame. Vielleicht setzen wir hier einfach erstmal wirklich alles das hin, was wir schon erforscht haben. Alles, was schon einen Rang und Namen hat, sozusagen, kommt hier erstmal auf das Ding. So, wir haben jetzt also was Neues. Mal gucken. Der neue Eintrag. Bitte, was haben wir da? Sommerliche Damen, wie war's? Die gekräuselten Blätter sind schön anzusehen, zusammen mit den attraktiven Blüten und der Winterhärte machen sie die sommerliche Dame zu einer beliebten Zierpflanze. Hilft bei Problemen mit dem Erinnerungsvermögen, die mit fortschreitendem Alter beginnen, in Verbindung stehen. Die sommerliche Dame, haben wir denn irgendwas, was in die Richtung geht? Ich glaube nicht. Zumindest nichts, was großartig die Köpfe hängen lässt. Nur das hier? Blaue Blüten, leichter Duft? Gekräuselte Blätter. Die ist es nicht, die haben wir schon gemacht. Die ist schon... Die haben wir... Was bist du hier eigentlich? Rote Früchte, lange, flache Blätter. Ne. Ich glaube, von die haben wir hier noch nicht in unserem Repertoire. Wir haben noch viel zu überprüfen. So. Nordöstlich. Wie viel? Nee. Warum bin ich hierher gekommen? Keine Ahnung. Ich bin neugierig. Vielleicht deshalb. Biografie. Ah. Okay.
Faye Swift. Faye ist bei ihrer Mutter aufgewachsen. Ihr Vater war nicht oft gewalttätig, doch einmal ist bereits genug. Als er sie schlug, zerbrach schließlich die Macht, die er noch über ihre Mutter hatte, und sie floh mit der schlafenden Faye, die sie fest im Arm hielt, in die Nacht. Faye hat oft sehr lebendige Träume, doch sie dachte immer, dass das normal sei. Auf der Suche nach einem Mittel gegen ihre Albträume kam sie zum Strange Horticulture. Chatverlauf. Chatverlauf! Okay, also wir haben offensichtlich auch diverse Charaktere. Das Medium. Oh. Oho. Ein Archiv. Gut, hier haben wir immer noch nichts. Das macht nichts. So, Mietze Mounts. Wie ist die Katze? Nieswurz. Die Katze hieß Nieswurz. Okay. Beenden wir den Tag erstmal und schauen, was der Tag, was der nächste bringt. Reihe H, der dritte Fluss. Es begann, als sie etwas fand. Etwas, das sie nicht finden sollte. Ein Buch, gut weggelegt in einer vergessenen Ecke in der Bibliothek von Ambleside. So. Reihe H, der dritte Fluss. So. Okay. Ich glaube, wir haben einen Hinweis auf einen Ort, wo wir noch was finden können. Oder jemanden. Wer weiß. Vielleicht können wir auch noch mehr Katzen sammeln. Ich... Muss mal kurz was gucken. Okay, wenn ich die Kamera hier hinsetze... Ich überlege gerade, die Catcam irgendwo anders hinzusetzen. Weil ich glaube, der stört die so ein bisschen. Oder? Oder sollen wir die ganz ausblenden? Was meint ihr? Eine aufsteigende Furcht? Ich glaube, das haben wir noch gar nicht. Ach, die Karte haben wir sogar. Ich hätte mir das gar nicht aufschreiben brauchen. Na gut. So, Reihe H. Der dritte Fluss. Das ist dann hier. Außer... Man fängt an, von hier zu zählen. Also ist jetzt die Frage. Ist das hier? Das ist ein Lake? Okay, egal von welcher Seite. Wenn das ein Fluss ist und das ein Fluss ist, ist das ja auch immer noch der dritte. Das heißt also, wir sind hier. Oha! Ein totes Reh liegt im Fluss. Gelbliche Knochen ragen aus der ermatteten Tierhaut und dem sich zersetzenden Körper hinaus. Der Tod des einen nährt das Leben anderer. Da haben wir offensichtlich ein Pflänzchen. Ich nehme an, es ist ein Pilz. Oder auch nicht. Die sieht so aus wie die Pflanze, die wir gerade in unserem Büchlein bekommen haben. Wo ist sie jetzt? Wo ist sie denn? Hallo? Neue Pflanze? Neues Blümelein? Wo ist sie denn? Oder ist die das? Nicht die das? Ah, die da haben einen süßlichen Geruch. Ich glaube, die ist das nicht. Hä? Wo ist sie? Ach, da. Bin nur blind. Dunkelblauen Blütenblätter fühlen sich weich und ganz zart an. Meine Finger tun nach der Arbeit mit dieser Pflanze weh. Aber die sieht so ein bisschen so aus wie die neue, die wir hier drinnen hatten. Diese sommerliche Dame. Gekräuselten Blätter? Leicht gekräuselt sind sie schon, ne? Und die Blüten sehen sehr danach aus, wenn ich mir das so angucke. Mit den attraktiven Blüten und der Winterhärte machen sie die sommerliche Dame zu einer beliebten Zierpflanze. Hilft bei Problemen mit dem Erinnerungsvermögen. Ich gehe mal davon aus, dass das die sommerliche Dame ist. Ich könnte mich aber irren. Ne? Irren ist ja bekanntlich menschlich und so. Was hat es eigentlich damit auf sich? Das werden wir wahrscheinlich für irgendwas anderes noch später brauchen. So, das Ding finde ich voll cool. Dass man das da tatsächlich so nutzen kann. Apropos, müssen wir eigentlich wieder Pflanzen gießen? Ah. Die ganzen neuen vor allen Dingen, glaube ich mal. Man muss sie teilweise ganz schön lange gießen, holy shit. Jetzt auch noch nicht geklingelt, ne?
kann sich nur um Stunden handeln. Wir sind heute mal ganz entspannt unterwegs. Die hatte ich, glaube ich, schon, ne? Ich sag mal, wenn man von denen halt schon dauernd mal irgendwelche Pflänzchen, so Teile abpflückt, ne, dann muss man da auch mal ein bisschen nachgießen. Dann darf man die auch mal füttern. Aber ich frage mich, wie wichtig das dann hier ist, tatsächlich die regelmäßig zu gießen. Ob das überhaupt wichtig ist. Oh. Ups. Katze hat sich umgedreht. Meine Schaden kann es eh nie. Wobei, zu viel gießen sollte man ja auch immer nicht. Das ist immer die Frage, ab wann ist es zu viel? Ist ja bei unseren Zimmerpflanzen auch so. Kannst die zwar Ewigkeiten vernachlässigen, also gießen muss man auf jeden Fall immer mal. Manche brauchen halt mehr und manche brauchen weniger. Aber woran erkennt man dann halt immer von wegen, wie viel, wann man wieder gießen muss? So, okay, ich glaube, das brauchen wir erstmal nicht. So, hallo Mietzimmer. Okay, klingling, hallo. Bring mir eine Probe von Apis Demisius. Und beeil dich, die verdammte Katze löst bei mir Allergien aus. Wow. Ein Tier hat in einem solchen Laden nichts zu suchen. Wie ist das? Apis Demisius. Die habe ich doch schon mal gesehen. Das war die, die ich vorhin mit Pessimismus gelesen habe. Gleiswurz. Nee, die nicht so schon? Gleiswurz? Warte mal. Blühsaft? Butterkorb? Mal angenehm. Gleiswurz, das müsste die sein. Damn. Muss zwar nachgucken, aber wir haben auf jeden Fall Sicheltau. Wunderschöne Blüte, die aus vielen kleinen Röschen bestehen, macht es zu einer beliebten dekorativen Blume, wo sie in der Pflege anspruchsvoll ist. Diese Pflanze ist zwar schön anzusehen, doch wenn die Blätter die Haut direkt berühren, führt das zu schmerzhaften Reizungen. Sicheltau? Warte mal. Nee, Quatsch. Nee, dann haben wir offenbar ein paar Pflanzen, die ähnlich sind. Sicheltau. Viele kleine Röschen. Haben wir da nicht vorhin irgendwas in der Richtung? Die Blätter sind recht weich. Geruch kratzte Malz. Blüten sind jedenfalls duften wunderbar. Nee, ich glaube, da haben wir gerade nichts in der Richtung. Okay, gut. Ist noch nicht benamst. Die auch nicht. Warte mal. Rote Blüten, flache Blätter. Okay. Wir haben erstmal hier auf jeden Fall ein paar benamste und ein paar unbenamste. Gut. Jetzt essen wir es mal wieder zu. Kommen wir nämlich gerade nicht weiter. So. Komme ich mit einer Gruppe von Reisenden zusammen in den Wäldern südlich der Stadt. Ach, südlich der Stadt. Dann ist ja kein Wunder, dass ich es nicht finde. Südlich der Stadt und dann Nordosten. Der Wald hat eine beruhigende Wirkung auf meine Seele. Es tut mir gut, in die Natur zu entfliehen, weg von all dem Gestank und dem Gezeter in Andermeer. Es dauert nicht lange, bis ich eine strahlende Blume unter den ganzen Bäumen entdecke. Was haben wir denn Schönes? Oh. Oh. Okay, ich habe irgendeine Pflanze tatsächlich jetzt falsch benannt, glaube ich. Das müsste die sommerliche Dame gewesen sein. Ich glaube, das hier ist die sommerliche Dame. Eine einzeln süß riechende und dunkel gefärbte Blüte. Gekräuselte Blätter. Ich glaube, das ist die sommerliche Dame. Wissen tun wir sowieso erst, wenn wir es
analysiert haben. Dann können wir hier... Gut. Machen wir dazu. Das hat doch ein bisschen mehr Ähnlichkeit jetzt. Vor allem auch von der Beschreibung her. Oh. Ach ja, ne? Falls ihr auf dieses Spiel gar keinen Bock habt, ne? Wer 50.000 Punkte hat, der darf auch gerne sagen, ein anderes Spiel befehlen. Und einen Vorschlag machen. Da bin ich jetzt, also da sind wir ganz offen für. Ich habe eine neue Punktebelohnung eingeführt. Da könnt ihr gerne mal gucken. Also falls ihr dann irgendwie mal sagt, ach nee, doch lieber was anderes, dann sagt mir einfach Bescheid. Hallo. 11 Uhr Warnung? Es ist 11 Uhr Warnung. Ach, Mietze Mauns. Hi, Salem. Na? Ach, schnufflig. Ja. Dem geht's gut. So. Hi. Du findest es chillig zum Nebenschauen und selber zocken? Finde ich gut. Das ist die Hauptsache, ne? Lake Under, mir sieht heute im Sonnenschein wirklich toll aus. Hier ist deine Post. Dankeschön. Oh, mit Brief, mit Siegel. Arnos Duncan, ah. In Hartnord gibt es eine alte Schiefermine, in der einige interessante aussehende Pilze wachsen. Solche Pilze habe ich vorher noch nie gesehen. Sie scheinen in den feuchten, dunklen Straßenbahntunnels eine Nische gefunden zu haben. Ich dachte, das würde dich vielleicht interessieren. Beste Grüße, Arnos Duncan. Hartnord, alte Schiefermine. Hartnord. Der sehr harte Knoten. Hartnord. Wo immer das ist. Oh, wir haben Russland. Schön. Torva. Das klingt so ein bisschen... Ah, hier haben wir Hartnord. Ein eisernes Tor, alt und verrostet, befindet sich am Eingang zum Bahntunnel. Es ist zwar verrostet, doch es bewegt sich keinen Zentimeter. Verschlossen. Klavilium. Klavilium. Das sagt mir was. Klavilium. Carmimum vulpes? Der Fuchskopf, ich nehme mal an, dass das das Ding ist. Weil es gibt tatsächlich ja den Fuchsschwanz und der sieht ihm ähnlich. Klavilium. Vielleicht kommen... Ah, da kommen wir wahrscheinlich auch noch gar nicht hin. Oh, eine aufsteigende Furcht. Muss vorsichtiger sein, das war nicht Klavier. Nächstes Mal muss ich besser vorbereitet sein. Okay. Na ja, nur ein Versuch. Und man lernt ja, was man will. Naja, lernen weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob diese Pflanzen tatsächlich echt sind. Ich habe von denen noch nie gehört. Ah, wer weiß. Mal gucken. Okay, verlassen wir erstmal. Wir müssen dann später nochmal zurückkommen, wenn wir Klavilium haben. Wenn wir das Klavier haben, dann kommen wir auch in die Mine. Hallo. Ich bin auf dem Weg nach Grisdale Forest. Ich untersuche dort einen möglichen Mordfall. Okay. Ich kann nicht sagen, dass ich mich darauf freue. Die Schwesternschaft ist ein verschwiegener Haufen und sie haben sicher keine Lust, mit mir zu sprechen. Die Reinführerin, die Ada oder wie sie sich auch nennen, ist tot. Mein Instinkt sagt mir, dass sie etwas zu verbergen haben. Ich hatte gehofft, dass du etwas Fuchsknopf da hast. Das würde mir helfen, sie auf meine Seite zu ziehen. Das müsste, wie gesagt, nehmen wir mal an, dass es das ist. Fuchsknopf. Ich gehe mal davon aus, dass es das ist. Das war's nicht. Dang it! Oh oh. Das war nicht Fuchsknopf. Warum war das nicht Fuchsknopf? Dicke glänzende Blätter wachsen paarweise. Das ist Winterzäh. Bist du der Fuchsknopf? Ich meine, okay, doch, könnte sein, dass das dann der Fuchsknopf ist. Entschuldigung. Wir haben den Fuchsknopf! Brimlock. Jemand, der an Unterkühlung leidet, kann durch einen Sud, der aus den Blättern der Brimlock gemacht wurde, gerettet werden. Brimlock hat einen wärmenden Effekt und schützt vor extremer Kälte. Wenn die Bedingungen im kalten Winter genau richtig sind, bildet Brimlock kleine gelbe Blüten aus. Die Blätter sind wachsartig und zäh. Entschuldigung. So, dann, warte mal, da brauchen wir mal ganz kurz die hier. Und dann haben wir hier den Fuchsknopf. So, wir haben mal wieder eine
Eine enttarnt sozusagen.